Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Chaos. Warum speichere ich Chaos und Visita? Wir haben in der letzten Folge Zygarde gefangen und heute geht's weiter auf die Inseln hier hinten. Ich habe nämlich jetzt ein Ticket, mit dem ich da hochkomme, um noch was mit dem Professor zu klären. Zum Ende meiner Reise hat er mich dahin eingeladen. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Schauen wir mal. Sollte zuerst mal heilen, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, was die Inseln hier noch so zu bieten haben. Ich denke mal, es wird nicht so super viel sein. Hallo. Aha. Aha. Nee, mit dem will ich, glaube ich, nicht reden. Was ist los mit den Leuten? Was? Cookies? Cool. Leckere Cookies. Oh, du, komm rüber. Okay, ich habe gar nichts gemacht. Mein Name ist Esmeralda und ich bin der Hauptscout von der Scout-Community in Visita. Hier trainieren wir und rekrutieren wir und planen unsere Routen durch die Region. Vor einiger Zeit hat uns Professor Tribus besucht und uns über einen neuen Champ informiert, der bald hier eintrifft. Das musst du sein. Natürlich haben wir uns selbst schon informiert. Wir brauchen deine Hilfe. Jedes Mal, wenn wir neue Cookies liefern möchten, stiehlt ein Pokémon einen in der Nacht davor. Einen, das ist okay. Seit Tagen ist das schon so. Jeder Versuch, die Bestie zu stoppen, ist fehlgeschlagen. Das stehlende Pokémon ist so klein und agil und kann sogar fliegen. Wenn du dich bitte drum kümmern könntest, wäre das eine große Hilfe. Der Professor sagte, du wärst perfekt dafür. Okay. Wir denken, das Pokémon versteckt sich in einer Höhle in den Conterra-Klippen. Okay. Okay, Food Snack. Okay, ich bin gespannt von... Vor allem ein... Es klaut einen Keks. Ja, ganz ehrlich, das ist... Also... Das ist... Also, da würde ich mir jetzt nicht so Sorgen machen. Na gut, da hinten war noch ein Item. Oh, und ein alter Mann. Hi. Die Zeit steht still in Pavilville. Okay, dieses Dorf hat sich kaum verändert. Statt mehr Leuten wohnen hier jetzt mehr Pflanzen. Oh. Sehr gut. Ein Sonderbonbon. Hallo. Ach, schön hier. Der Stein ist gar nicht irritierend. Papinella, nein, danke. Wir setzen mal Schutz ein. Wenn ich ihn finde. Schutz? Guten Tag, wo bist du? Ah! Sehr gut. Weiter. Ach, ja, je. Ist das kompliziert? Ich glaube, hier bin ich nicht richtig. Mist. Ja. Conterra-Klippen, okay. Und hier müsste jetzt irgendwo eine Höhle sein. Wo ist die Höhle? Wie lange muss ich danach suchen? Ich dachte, das wäre so, hier auf die Klippen, da ist eine Höhle. Aber stattdessen ist hier ganz schön viel los. Oh, das ist nicht optimal. Das ist gar nicht optimal. Das macht auch weniger Schaden, als ich erwartet hätte. Und ich bin paralysiert. Fantastisch. Jo, müssen wir Baloo gleich mal unparalysieren. Paralyse ist nicht nett. Was kommt für ein Pokémon? Ja. Ah. Mach mal nicht. Gut. Sehr schön. Boah, Baloo ist fast draufgegangen. Karakosta. Eigentlich muss ich damit Baloo. Ja, klar. Und ich. Genau die Attacke, die ich einsetzen wollte. Und der trifft mir der Hydro-Pumpe. Ja. Fantastisch. Hätte ich mal gleich die richtige Attacke eingesetzt, dann wäre das Ding sicher One-Hit gewesen.
Weil Pflanzenattacken vertragen die normalerweise nicht so gut. Also so gar nicht. Oh, da unten wäre ein Item gewesen. Egal. Ach, da ist die Höhle. Ich glaube, ich kenne diesen Ruf sogar. Aha, der Keksdieb. Aha, Mew. Das Pokémon scheint sehr interessiert an deinen Keksen zu sein. Du wirfst die Tasche in die Richtung des mystischen Pokémons. Das Pokémon scheint die Kekse sehr zu mögen. Das mystische Pokémon möchte mehr. Oh, Mew schlägt mich, weil es keine Kekse kriegt, oder was ist da los? Wütendes Mew. Okay. Der Superzahn ist wieder. So wie schon Zygarde. Hauptsache, es kann sich nicht selbst verletzen. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn wegen mir armes kleines Mew down geht. Sei fein. Wir haben den Keksdieb gestellt. Niemand wird jetzt mehr Kekse stehlen. Sehr gut. Nein. Ja, das war schnell erledigt. Okay. Sehr gut. Dann fliegen wir mal wieder zurück. Oh. Gibt nicht viel Auswahl, wo ich draufklicken kann. So. Was kriege ich denn als Belohnung, dass ich den Keksdieb gestellt habe? Guten Tag. Was? Das Monster hat dich nicht fertig gemacht? Der Professor lag wirklich nicht falsch. Sag mir, wer war der Dieb? Ein Pokémon mit dem Namen Mew? Noch nie gehört. Scheint ein seltenes Pokémon zu sein. Danke für deine Hilfe. Und Toppeleber, okay. Auch wenn neue Keks die bekommen, dann sage ich Bescheid. Ah ja. Gut. Weiter geht's. Auf die Insel, um uns mit dem Professor zu treffen. Sehr schön. Ein Restaurant. Das ist jetzt nicht so interessant, glaube ich. Hier ist ganz viel Markt. Da kann man sicher coole Items kaufen. Postgame-Items. Oh ja, ach krass, okay. Warum kosten Toppeleber 20.000? Krass, aber man kann es immerhin kaufen. Flottbälle. Brauche ich halt jetzt nicht mehr. Ah ja. Noch mehr Kampf-Items. Was haben wir hier? Ah, okay. Dinge zum Trinken. Guten Tag. Keine Ahnung, welche Region da hinten ist. Da kann ich auch nicht helfen, weiß ich auch nicht. Wo ist der Professor? Ist irgendwo hinten, hat er gesagt. Oh, die spielen Fang. Habe ich meine Pokémon schon geheilt? Ja. Ah ja, in der anderen Stadt. Nehmen wir keinen. Guten Tag. Ich möchte gerne den alten Leuchtturm sehen. Er war um einiges größer als der neue. Da können wir irgendwo hinsurfen. Komme ich da zum neuen Leuchtturm? Oh ja, tatsächlich. Guten Tag, wie kommen Sie hierher? Ist er rübergeschwommen oder hat er wohl auch ein Pokémon? Ventosa ist eine Stadt mit viel Geschichte. So wirst du mehr hören über das Tor nach Visita? Ah. Die älteste Stadt in Visita ist Jobtop. Von da aus haben sich alle über die ganze Region ausgebreitet. Okay. Ja, Erze. Aha. Eine Handelsmetropole. Sehr schön. Von überall kamen die Handelsschiffe. Aber für eine lange Zeit wurde die Insel nicht bewohnt und die Natur hat sich alles zurückgeholt. Aber einer von Alexos Vorfahren hatte die Idee, die Stadt in ein Paradies zu verwandeln. Ah. Und dass jeder willkommen ist. Okay.
Ein Leuchtturm wurde erbaut, höher als jedes andere Gebäude der Region. Der Leuchtturm und den Borka-Gärten zogen viele Touristen an. Aber vor ungefähr 550 Jahren wurde der Leuchtturm von einem Blitz getroffen und in Brand gesteckt. Er brannte 3 lange Tage. Warum hört sich das an wie die Geschichte aus Johto mit dem Turm, der gebrannt hat, wo Suicune, Entei und so rauskamen? Aber am dritten Tag regnete es und das Feuer ging aus. Ah! Ein paar Monate später wurde ein neuer Leuchtturm daneben gebaut. Wie auch immer, er ist viel größer als, viel kleiner als sein großer Bruder. Wild. Oh, ich darf mir das alte angucken. Vielleicht finde ich ja Suicune da drin. Ah, da drüben geht's zum alten Leuchtturm. Aha. Ja, hier ist nicht viel drin. Komme ich denn jetzt darüber? Hallo, Frösche. Hier sind viele Frösche unterwegs. Item. Ein Superball. Überball. Was weiß ich. Vielleicht soll ich speichern, nachdem ich Mew gefangen habe. Das wäre vielleicht nicht doof, ne? Das ist der alte Turm. Oh. Er ist sehr dunkel. Oh, da steht sogar ein Ho-Oh drin. Eine Ho-Oh-Statue. Das ist wirklich Suicune. Wie cool ist das denn? Hallo? Wie cool, hallo. Guten Tag, Suicune. Sehr cool. Ja, hier kann man echt gut legendäre Pokémon fangen in dem Spiel. In der... Was? Was stand da? Ist meine Attacke daneben gegangen? Ich dachte schon, die driften nicht, weil Suicune plötzlich Geist vom Typ ist. Lustig, die Geschichte hat mich sofort an den Turm erinnert. Und es ist wirklich wie der Turm in Johto. Das ist sehr wild. Finde ich cool. So, nächstes Pokémon. Aber es hat seinen Zweck erfüllt. So, jetzt noch Hyperbälle drauf. Kann ja nicht jeder so einfach zu fangen sein wie Mew. So ist es eben. Na, Suicune, sei brav. Es wackelt halt so oft. Ich finde es nicht okay, dass es dann nicht wenigstens im Ball bleibt. Oh nein, warum? Ich habe den Sandsturm rausgeholt. Ich finde es so dämlich. Okay. Jetzt muss ich es fangen. Ach, herrje. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass das natürlich Sandsturm hat. Okay. Oh, Suicune. Sei brav. Oh nein. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Das wackelt jetzt viel weniger. Okay. Hups. Okay, kann ich jetzt nochmal neu encountern oder ist es jetzt für immer weg? Ich meine, wie gesagt, das ist eh die letzte Folge vom Spiel. Also ist das jetzt nur so halb schlimm. Na gut. Falls ihr wissen wollt, wo man das bekommt, hier. Wenn ihr es nicht besiegt und doof seid mit Sandsturm wie ich. Das ist jetzt nicht so optimal gelaufen, würde ich sagen. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter zum Professor. Das sind die Gärten. Oh, sind die schön. Die hätte man mal schon früher im Spiel zeigen können. Das ist ja viel zu schade für so ein bisschen Postgame. Komme ich denn zu dem Item? Mit Surfer? Nee, auch nicht. Okay. So. Wie viele Pokebälle habe ich eigentlich noch, falls ich noch ein legendäres Pokémon fangen muss?
26, easy. Vielleicht hätte ich... Nee, ich habe geheilt. Okay, ist gut. Oh, da! Professor Tribus! Miri, du bist wirklich gekommen. Ich würde gern das Item haben. Keine Sorge, ich bin noch nicht lange hier. Ich hatte genug Zeit, um den Anblick zu genießen. Du hast es gut hergeschafft. Ich wusste, dass nichts sich aufhalten kann. Du erinnerst mich an mich früher. Oh ja. Einst bin ich auch in die Champion Villa in Goldwick eingezogen. Pokémon-Kämpfe waren meine größte Passion. Und das sind sie immer noch. Es war mir eine Freude, neue Techniken zu lernen und neue Techniken und Attacken meinen Mitgliedern in der Liga beizubringen. In meinem Alter hat man bereits etwas Wissen. Aber was du bereits in deinem Leben erreicht hast, ist wirklich unglaublich. Nicht viele Trainer können sich mit Ilan und Temprina anlegen. Also Miri, ich hoffe, dass du bereit bist, gegen mich anzutreten. Ich habe ein starkes Team zusammengestellt, das voller Überraschung ist. Oh, das hört sich nicht nett an. Überraschungen sind nicht nett. Na dann, auf geht's, das Ende der Reise. Ah, das Ding schon wieder. Das ist semi-gut. Naja. Macht mehr Schaden, als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt. Na, ob der... Oh, meine Genauigkeit... Oh, oh, da war ja was. Er heilt ja immer so mistig. Au. Oh. Spezialverteidigung. Och, komm schon! Och, ich hab... Dieses ständige Heilen. Vor allem viel zu früh. Sorry, aber das Problem ist, ich bin das gewohnt, dass die Trainer so heilen, wie sie normalerweise halt heilen würden, auch in anderen Spielen. Aber diese hier heilen zu früh. Die dürften erst... wenn das letzte Viertel oder so erreicht ist, heilen und nicht schon beim letzten Drittel. Wie soll ich denn das jemals besiegen? Hm? Das ist einfach nur Mist. Sorry, aber das ist bei der Hälfte schon heilen. Ja, lustig. Haha, macht ganz viel Spaß. Sind wir endlich fertig. Das Problem ist, er hat ja jetzt nicht nur eine begrenzte Anzahl an von diesen Heildingern. Er hat die für jedes Pokémon in dieser Menge gefühlt. Das macht das halt etwas unlustig. Krieg ich's verbrannt? Er mega entwickelt das nicht. Okay. Auch spannend. Oh, warum macht die Psychokinese so viel Schaden? Okay. Das heilt er zum Beispiel gar nicht. Das ist so seltsam. Garchomp. Okay. Kann sich das mega entwickeln? Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal meine Fledermaus mega entwickeln. So. Die kriegt auf jeden Fall die Mega-Entwicklung. Einfach MVP-Pokémon. Muss ich sagen, ist mein liebstes Pokémon hier im Team. In diesem Spiel. Es ist sehr fein. Und Drache-Fee ist eine sehr coole Kombination. Ah, das ist die Mega-Entwicklung. Okay. Oh, alles klar. Oh, doch, komm schon. Was soll denn dieser unnötige Crit jetzt? Fies. Warte, ist das Psycho? Verdammt. Ich dachte, das... Okay, alles gut. Ich dachte irgendwie, es wäre eine Fee, aber es ist... Es ist Psycho-Fee, oder wie? Oder ist es nur Fee und keine Psycho-Attacke? Das könnte halt auch sein. Okay, ich denke, wir müssen hier Despotar einsetzen. Altaria.
Und Flinklaue. Danke, Flinklaue, an der Stelle. Ist nicht sein Ernst. Okay. Na, Hauptsache, das macht keine Mega-Entwicklung. Wo hat er denn Mewtwo her? Crittet. Schon wieder. Crits, bei denen ich auch sehr sicher bin, dass sie entscheidend waren. Jetzt schon zwei in diesem Kampf. Fies ist das. Na, oh, Tribus. Ah, Baloo hat's gewonshottet. Das ist Mewtwo. Wild von ihm. Ich kann es nicht glauben. Herzlichen Glückwunsch. Du bist wirklich der stärkste Trainer, den es jemals in Visita gab. Du hast wirklich mich mit meinen stärksten Pokémon besiegt. Also denke ich, dass das Pokémon in deine Hände gehört. Du wirst es sicher mit deiner Erfahrung zähmen können. Oh, klar, Mewtwo. Okay. Okay. Da wird es sich gut fühlen auf der Box. Ich habe es schwer verletzt am Strand von Flo Petal vor einiger Zeit gefunden. Natürlich konnte ich es nicht seinem Schicksal überlassen. Also habe ich es nach Hause genommen und es wieder geheilt. Als Dank ist es bei mir geblieben und hat mit mir trainiert. Niemand kann es jetzt mehr mit dir aufnehmen, Miri. Mögest du als der hellste Stern immer den Himmel über Visita aufhellen. Dankeschön. Das Ende, vermute ich mal. Ja, sehr schön. Cool. Es gibt, wie gesagt, soweit ich weiß, noch einige Legendäre zu fangen. Das werde ich aber nicht machen, weil dieses Grinden, um Legendäre zu fangen, ist nicht so meins. Zum Beispiel bei dieser Höhle, wo ich war, mit dem alten Mann, wo ich aus Versehen reingelaufen bin beim Zygarde-Zellen sammeln, gibt es noch ein legendäres, denke ich mal, in der Höhle. Und sicher noch an diesem Ort, von dem ich vermute, dass es da Graudern gibt, wird es wahrscheinlich Graudern geben. Sehr schön hier. Ja. Das war's mit Pokémon Chaos in Visita. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Projekt. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, außer das Heilen. Das Heilen ist uncool. Aber ansonsten war es sehr schön. Ich mochte auch die neuen Regionalformen. Sehr cool waren die. Vor allem natürlich Uhafnir, bestes Pokémon. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche mit einem neuen Projekt wieder. Bis dahin, macht es gut und Mirio!